Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hong hier mit am Start. Tati und Chong. Was ab, Leute? Was geht, Mann? Wir fahren heute nach Erding. Wieder eine kleine Weltreise. Nur für einen Döner. Letztes Mal war nicht so geil, Wolfgang Zausen. Kuss geht nicht raus. Aber der Typ hat uns eingeladen. Er hat uns so auf Instagram geschrieben: Yo, ihr seid die krassesten Dönerbewerter. Schaut mal bei mir vorbei. Krassester Döner in Erding. Und ich habe Bewertung angeschaut. Wisst ihr, wie viele Sterne? Wie viel? 5,0. Echt? 5,0? Ja, Mann. Oh mein Gott. Das ist top, Alter. Das ist top. Wir sind angekommen vor dem Aldi. Der Besitzer ist anscheinend irgendwie auch Filialleiter vom Aldi und hat seinen Dönerstand einfach auf dem Parkplatz vom Aldi. Seid ihr gespannt? Was geht ab bei der neuen Folge von Super Softik, Alter? Heute essen wir den geilen Döner hier in Erding. Das heißt Erdings Gemüse, Kebab and more. Wenn du Superstar bist. Yes. Und dann schauen wir mal ab, was geht. Nee, danke. So, Leute, das ist er. Das ist der Besitzer. Und der fängt an mit Barisch über Bitcoin zu quatschen. Er meint so, ja, er ist in Ethereum drin und sowas. Und jetzt quatschen die ein bisschen. Aber egal, Food ist hier der Hauptfokus. Aber echt, Alter, schaut sich das an hier. Da braten das Gemüse drauf, Mann. Schafskäse. Kochkartoffeln drin, Alter. Ja, bin gespannt. Alles klar. Viele gehen ja rein mit Tomaten. Aber nur wenig Tomaten. Es ist weniger Tomaten. Der erste Bissen. Boah, softig. Und wie ist das? Boah, die kann ich nicht mal reinbeißen. Oder? Und geschmacklich? Alles fresh. Knackiger Salat. Schöner Käse. Wie schmeckt das Brot? Das ist das Wichtigste. Brot schön knusprig, natürlich. Knusprig, ja. Fleisch, Fleischgeschmack, gut mariniert. Gemüse am Start. Ihr müsst euch vorstellen, Jungs, das ist der erste Döner in Erding, ja, mit Gemüse. Die mit Gemüse, gegrillten Gemüse ist. Also es gibt schon in München und überall gibt es schon gegrillten, aber in Erding gab es noch keinen. Und jetzt ist es der erste Döner, der auch gegrillten Gemüse drin hat. Deswegen ist der mit hier mit 5,0 Sternen bewertet. Das schmeckt schon echt geil, oder? Ich bin gespannt auf meinen Döner. Natürlich, wenn es noch so weiter steigt, immer meine. So, Leute, jetzt habe ich meinen Dürüm hier. Bei mir werden selten. Ja, noch. Ich werde dir wahrscheinlich selten. Ist ja krass, oder? Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall schon mal gut eingerollt. Ja, es gibt weniger Döner, die einfach nochmal umklappen und dann drehen. Das ist schon mal ein Pluspunkt bei mir. Jungs, der letzte Dürüm hinten. So schaust du bei mir aus, Dürüm. So, bin ich schon wieder. Einmal volle. Jawohl. Also Soße schmeckt schon mal richtig gut. So, jetzt habe ich hier ein Biss mit Fleisch, Gemüse, Zwiebeln, alles drum und dran. Ja, aber 5 Euro, oder? 5 Euro ist krass. Das sind nicht Münchner Preise. Das ist krass, oder? Krass, 5 Euro für das, oder? Krass. Die vier verschiedenen Soßen drin. Brutal, ich schwör's dir. Mit dem Fleisch noch mariniert, mit dem gegrillten Gemüse. Da ist noch Kartoffeln mit drinnen. Oh, das schmeckt echt geil. Soßen auch alles selbst gemacht, man schmeckt es raus. Und das Gemüse ist noch richtig knackig. Nice. Die Arbeit, die wartet. Also, freut mich fürs Kommen, gell? Vielen Dank, ja. Rauf meine Calls, Mann. Mach ich auf alle Hölle. Okay. Ah, das ist gut. Seht ihr, das ist gut verteilt. Ich bin ganz unten. Immer gleich viel Soße. Robert Kiel sagt, er hat's gecheckt. Schaust du mal an, wie viel Soße da unten noch drin ist, oder? Ganz heftig, Mann. Immer noch schön saftig, oder? Was meinst du? Wann wärst du nicht da unten? Er meinte, Simme. Das Hähnchen aus der Oberkeule, ja, ist saftiger, als wenn du so eine Brust nimmst oder irgendwas. Also wir sagen, das Brot saftig, so geil. Das Brot ist auch krass, man. Das Brot ist immer cooler. Oh, der Herr, Mann.
Ich sag doch, Brot kommt jeden Morgen frisch vom Bäcker. Und so. All in one. Lass mal jetzt diese Vitamin B-Geschichte. Gibt's abschließende Worte, Tati? Wie fandest du den? In unserer Döner-Skala-Rangliste. Ja, kommt schon nach oben. Da muss ich schon sagen, auf jeden Fall. Brot lecker. Fleisch lecker, ganze Sachen drin lecker. Mir hat es ein bisschen mehr so an Salz gefehlt einfach, ja, so die einzelnen Komponenten so, jetzt Kartoffeln und so. Aber finde ich geil, das Gemüse mit drin ist, gegrilltes Gemüse, Preis-Leistung, Wahnsinn, die Soßen sehr lecker. Weißt du, auf welchem Level ich den einstufen würde? So. Wie Arkadasch. Mhm, ungefähr, ja. Also schon. Also schon weiter halt, oben, aber... Weiter oben, aber halt... Nicht die Top. Ich habe halt immer noch die Top oben. Ja. Aber trotzdem. Aber ich glaube, für Erding ist es schon der Beste. Wirklich. Weil der vor allem, er ist brandneu im Business. Ja. Ohne Erfahrung hat er gemeint, ist er hier gestartet. Ja, man, richtig gut. Gute Qualität auch. Ja. Brot, das heißt, es kann ja nur besser werden mit Erfahrung. Ja, definitiv. Man. Aber wirklich geschmacklich, wirklich top. Preis-Leistung. Also Preis-Leistung, glaube ich, ist der Beste drin noch. Ja, schon, ja. Ja, wirklich, von allen. Ja. Das sind halt keine Münchner Preise hier. Ja, das sowieso. Deswegen, schaut vorbei. Wenn ihr vor allem Therme Erding oder so seid, ja, Mann. Dann kommt hier vorbei. Danach, gönnt euch einen Döner. Oder davor. Oder dazwischen. Oder dazwischen. Oder, hast du abschließende Worte? Ja. Mal abschließende Worte. Mach auch so. So, Jungs. Der Döner war echt krass. Ich kenne jetzt in den Animes, was reinbeißt. Und dann so, so cool! Was, kommst du auch vorbei nach Erding und probierst mal den Erdinger Gemüse-Kebab hier? Egal, passt schon. Das war's von uns heute. Folgt uns auf Instagram, Twitch. Schickt die Videos ab, gebt ein Like. Ciao.